Wer hat dich tätowiert? Ich will wissen, wer das gemacht hat. Cedra vielleicht? Meine Schwester, diese Ratte? Und jetzt bist du einer von uns? Denkst du, du bist jetzt wie ich? Der California Boy ist geil auf das Dschungelfieber. Meine Schwester kriegt eine Kugel durch ihren Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Fick dich! Du bist sauer, Jason. Du bist sauer. Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir denn? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich habe sogar getötet für meine Schwester. Aber das hat ja nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Die bringen Dinger, das hättest du nie gedacht. Jedes verdammte Mal! Dann sagen sie zu mir, was? Was? Wer verfickt doch mal ist dir wichtiger? Die oder ich? Ich oder die? Als ob die denken, dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch so schön gepasst. Wirklich zu blöd, dass Cedra dich tätowiert hat. Jetzt reicht es nicht, dich zu töten. Man muss dich auslöschen. Ist okay. Nicht weinen. Ist schon okay? Jason. Ich schwöre bei Gott, Mann. Das ist wunderbar, dass du bereit bist, für deine Liebste zu sterben. Ich komme! Jason! Wo bist du? Freie Lisa? Ich bin unterwegs! Ich komme noch nicht mal hier. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich bin, was ich machen muss. Ich vertrödle gerade Zeit. Das ist halt so. Ich sehe nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich. Ja, geht's weiter. Wahrscheinlich. Oh nein, das Gebäude schürzt gleich ein. Ich muss auf die Rohre schießen. Zur Rohre. Brenn ruhig. Kein Problem. Zur Rohre. Arschen. Ja, keine Ahnung, ey. Du. Ja, Freak, ey. Vor allem die Mission dauert halt so ewig lange. Jason! Wo bist du? Bei dir. Ich bin unterwegs. Vor allem, ich habe keine Ahnung, Alter, wo ich lang muss. Die Sache ist hier. Weil es auch so arschdunkel ist, ich sehe nichts. So, also ich habe jetzt eine neue Mission gemacht, weil ich gerade sehe, das ist tatsächlich sogar eine neue Mission. Also das Iron Port Hotel. Befreie Lisa. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich bin. Warte mal. Ich muss gerade gucken. Vor allem unter Zeitdruck ist das halt scheiße. Ja, hier geht's lang. Oh nein, das Gebäude schürzt gleich ein. Ach, hier das Rohr.
verstehe ich, was der von mir will. Das Feuer ist überall. Also nochmal, wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3 und wir sind immer noch mit einer Mission. Oh Gott, ey. Da lang. Lisa, ich stehe die Tür, ich komme! Was? Wie Mission gescheitert? Willst du mich verarschen? Warum ist die Mission gescheitert? Du hättest doch nicht lang gehen dürfen, auch wenn das der richtige Weg ist. Da darfst du nicht, oder habe ich... Okay, jetzt weiß ich zumindest, was Sache ist. Zumindest ein bisschen. Also es ist Reinarbeiten jetzt. Ich bin unterwegs. Warte mal. Da lang. Oh nein, das Gebäude schützt gleich ein. Ich muss auf die Rohre schießen. So, jetzt da durch. Das Feuer ist überall. Und da hoch. Ist ich verarschen? Ich will da hoch. Lisa, ich sehe die Tür, ich komme! Weiter geht's. Warte mal, da lang, okay. Ich halte die Hitze nicht länger aus. Junge. Nee. Ich fasche. Wo lang? Still. Sie haben Oliver! Sie haben Oliver! Hey, wir können jetzt nichts für ihn tun. Na los, Mina. Ich habe eine Idee. Okay. Oh, oh nein, das kann ich nicht. Das ist der einzige Weg runter. Komm schon. Dann müssen wir wahrscheinlich machen. Oh mein Gott. Autsch. Du kannst mich mal am Orange lecken. Lisa, du fährst. Was? Fahr. Okay. Okay. Schieß auf den Tank. Oh, tschüss. Oh, er springt nicht an. Los jetzt, Jason. Ich bin dabei. Oh, Gott sei Dank. Ihr wärt fast mittendrin gewesen. So, so wenigstens ein bisschen Ruhe, ein bisschen Ruhe jetzt. Okay, ich sag dazu nichts. Was ist da hinten los? Verkehrsberuhigung. Ich kann das nicht. Wie soll ich damit klarkommen? Du machst das schon. Tschüss. Ach nee, welch eine Überraschung. Was machst du denn? Du schießt auf ihn, Jason. Ja, muss ich ja halt. Weil ich es kann. So weiterfahren. Fahr geradeaus. Ich schieße immer daneben. Ich soll ruhig bleiben, wenn die auf mich schießen?
So. Nachladen. Da kommt schon jetzt noch einer, ja. 10 vor 2, 10 vor 2. Dann fahr du doch. Jawohl, den hat's erwischt. Boah, was eine Mission. Also was war überhaupt jetzt allein mit dem Gefängnis, die ganze Geschichte jetzt, die Nummer? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schneller, schneller. Keine Straße, geht nicht. Sagt wer? Die Bullen? Ist da schon wieder ein Auto irgendwo? Du kannst mich mal am Ohrsche lecken. Abgesoffen. Dreh den Schlüssel. Tritt auf die Kupplung. Welches Pedal ist das? Beschütze den Wagen. Zweimal weniger. Los, los, los. Töte ihn, jawoll. Serpentine, Serpentine. Was ist das für ein Ding? Ja, gut, das passt nicht. Wir hängen sie ab. Ich muss gleich kotzen. Schneller, schneller. Ist mir egal. Weiter. Lass laufen. Geil. Diese Fischer haben gar nicht gemerkt, was passiert ist. Großartig! Hältst du fast draufgehen oder als Sklave verkauft werden für witzig? Elisha, beruhige dich! Es ist ein Albtraum! Okay, hör zu, ich mach das schon. Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Sie sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht. Bin ich sicher bei Keith und Daisy. Was ist mit Riley? Ich weiß nichts von Riley oder Grant. Grant ist tot. Scheiße. Das tut mir so leid. Aber ich habe Daisy gefunden. Ich werde auch die anderen finden. Wo ist sie? In Sicherheit. Na los, ich bring dich hin. Ich glaube noch nicht wirklich, weil ich glaube, dass der Doktor ein bisschen mit dem Piraten... Ja gut, er verkauft ja seine Sachen, aber ich glaube, dass der Doktor mit denen immer noch zusammenarbeitet. Dass der Daisy verkauft. Oh. In einer Höhle unter dem Haus. Finde einen Weg zur Höhle. Das sehen wir dann in der nächsten Folge, liebe Leute, bei Let's Play Far Cry 3. Das war jetzt schon heftig genug wieder. Die ganze Geschichte mit dem Hotel, mit allem. Und ich bin raus für heute. Bis dahin. Und tschüssi. Warte, die Mission machen wir nicht noch. Wir verteilen noch gerade kurz die ganzen Fähigkeitspunkte hier. Wir haben noch zwei Fähigkeitspunkte, nämlich. Warte mal kurz. Wir haben bestimmt noch. So. Wenn du keine Medizin hast, halte. Okay, jetzt zwei Gesundheitsfelder. Sehr gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und ich verringere meinen Schaden um 50%, wenn ich. Und Explosion. So, sehr gut. Oh Gott, ey. Halt noch irgendwas? Ja. Ich kann eine Medizin noch erstellen, das ist immer gut. Oh, Gott sei Dank, ey. Warte mal kurz, ich will die Kiste hier schon noch organisieren, die ich eigentlich schon eine ganze Weile haben wollte. Warte mal. Das ist ein Shop. Munition, Inventar auffüllen. Oh ja, bitte. Edelstein und die scheiß Karten verkaufen. So, ich brauche mal dringend Waffen. Wie viel haben wir denn jetzt? 1000 haben wir noch, ne? Ich will halt gerne. So, wir haben immer noch nicht. Ich habe doch keine Möglichkeit, die Waffenplätze zuzuordnen. Halt mal, Konsumartikel können wir mal machen. Ja, brauchen wir. Verkaufen sie wollen, ist irgendwie möglich ist. Kauf nicht möglich. Okay. Dann haben wir 4 Stück. Perfekt, dann haben wir das auch. So, oben war noch eine Kiste bei ihm. Habe ich das Gefühl. Das war, glaube ich, oben im Zimmer. Irgendwo war hier noch was. Warte mal, ich habe doch irgendwas noch gesehen.
Hä, was war das jetzt? Ach, hier unten. Ach, das ist ein Medikit. Okay, ich kann kein Medikit aufnehmen. Ah, okay. Ich glaube, dann war das das. Gut, in der nächsten Folge bleiben wir beschäftigt, finden den Weg zur Höhle und hoffen, dass wir auf Daisy treffen. Wie gesagt, ich traue dem Doktor immer noch kein Meter, warum auch immer. Ich habe, glaube ich, im Far Cry sehr viel gelernt, dass man, egal wem, nicht jemandem nicht vertrauen sollte. Es sind zu viel einfach schon passiert, zu viel wurde verraten. Na gut, ich bin raus heute. Bis dahin und tschüssi.